Wie Sie hören, hören Sie nichts. Naja, so, Maddie. Jetzt kannst du meine Psychose abarbeiten hier, indem du Phantos Manchas machst. Freust du Ich dich? habe im ganzen linken Arm so hier solche Nadeln, Ah. Akupunkturpunkte. Das ist alles voll. Hast du Damit ich so hier eine nicht. Schraffur und guckst halt, Ja. wo es schwillt. Richtig. Bei mir schwillt. Bei mir schwillt gerade alles. Der kam vor allem, ne? Alles schwillt bei mir an. Er That's kam. what she said. Oh. So, warte mal. Machen wir das Ich mal gib so. mir keine Leben. Ich, Doch. nimm mir eins von Ich mir kann dir aus. auch keine geben gerade. Warum Ja, geht das nicht? komm, doch, kannst du hier her, damit. Nee, so. Ja, wir haben ja einen Safe Point, von daher ist es okay. So, Leute, schön, ne? Hier ist alles okay. Ist alles im Nichts Arsch, ist die Level vor okay. allem. Nichts ist okay. Gar Wie nichts es wirklich. aussieht, wie es aussieht. Ich habe jetzt voll Lust, so eine Brontosaurierkeule zu essen. Okay. Allein die Musik, die weckt auch schon wieder alte Psychosen bei mir. Ja, so, das ist so diese komische Luftwelt. Oh, warum mache ich keinen Spin? Und warum springe ich in diese komischen Pokébälle? Was ist das? Fum Da war ein fum. Blitz drauf. Hast du gesehen? Das war Samus Spin Jump. Miu. Samus Aran. Das war der Morphball-Modus. Das eben. Ja, das war mein persönlicher Und ich nehme Morphball-Modus. gerade wieder auf, weißt du das? Das ist nicht gut, Ach so, Maddie. scheiße. Ja, bitte Das unterlasse dies. ist ja gesellschaftliche Konvention hier wieder. Meine Fresse, das ist ja Ja. wieder mit Knigge. Ich habe sehr viele Damen, die das nicht für gut Mann! befinden. Nie! Nie! Während des Zeitpunkts unserer Aufnahme ist übrigens auch Weltfrauentag. Ah! Und hochfrequente Piepstöne mag ich jetzt nicht so, ehrlich gesagt. Oh. Da habe ich gerade meinen hauseigenen Verteidigungsmodus aktiviert. Wie so ein Maddie, Kugelfisch, total. der sich aufbläht oder Weißt du, so ein Pin. Schnecken, die lassen so einen übelriechenden Blubber raus? Ja, und ich meine Maddie macht nicht. Piepston. Zum Beispiel, jetzt so als Ja. Vergleich. Maddie, der Level ist doof. Hast du gewusst? Ich mag alle Level nicht, wo so Pflanzen drin vorkommen, weil die gemein sind. Ich mag alle Level nicht, wo mich der Level angrinst. Ja, ich glaube, das ist mir so garstig. Das ist richtig gassi. Vor Das allem, der macht hat so eine einen total. Unibrow, der Das Typ. macht so nervös. Das glaubt ihr gar nicht. Da habe ich schon meine Tintenverteidigung ja aktiviert und nichts passiert. Ist das nicht ein Scheiße. bisschen unpraktisch, wenn der Bart putzt oder so? Dann kommt einer und erschreckt dich. Dich. Ja, da muss ich Dich, erstmal. dich, dich. Ja. Guck mal, das ist eine Unibrow und das ist ein Auge, siehst du? Das ist kein Mund, das ist ein Auge. Also so würde ich das jetzt interpretieren. Cannot be unseen. Jetzt sehe ich das Ding mit ganz anderen Augen. Ja. Ja, sonst wäre das ja weiß, ne? Augen sind ja meistens weiß und so. Oh, Weißt du das? ja. Ja. Da wollte ich gerade springen. Ich wollte mich nicht entscheiden zwischen ducken und springen. Epic Oh, Fail. das ist voll Und ich habe scheiße Maus. Guck mal hier. hier. Ich habe Maus im Bild, jetzt nicht mehr. Ein Bruder mit Maus im Bild. Dieser Maus im Bild. Nimmt er was auf? Den haben wir schon Dachte, wäre fünfmal das gebracht. perfekte Stabsbesetzung 20 Mal für HGX. haben wir den Witz schon gebracht und er ist immer noch unlustig. Der war beim ersten Mal schon schlecht, aber wir machen das immer noch. Gnadenlos. Irgendwie schon, ja. Froh, dass meine Eltern nicht wissen, was ich hier mache. Oh, und sie fällt noch nicht so gut. Wäre ich zu normal gesprungen. Ja, mein Vater geht ja schon auf die Barrikaden, wenn er Oliver Geissen oder hier Frank Elstner im Fernsehen sieht. Die Ist ja labern was immer Scheiße, anderes. Magda. Ja. Ist ja was Und wir, was anderes. Wir machen machen wir es denn hier? ja. Ja, wir labern hier keine Scheiße, Bei uns ist es ja richtig. Intention, dass wir das machen, um die Leute zu verwirren und um unseren schlechten Spielstil ein bisschen zu kaschieren. Weißt du, aber bei denen ist es ja, die sind einfach. Ach, man kann auf den spinnen. Die sind einfach nicht gut in ihren moderativen Fähigkeiten. Die sind vielleicht gut, aber möglicherweise ist das bei denen vorgegeben. Also Oliver Geissen kann ich mir keine 10 Minuten lang angucken. Kennst du den Clip von Hans Meiser, wo einer sagt, ich wollte eigentlich nur mal sagen, Herr Meiser, Sie sind der schlechteste Talkshow-Moderator, den es gibt. Und dann ist er auch total genervt und sagt so, ja, dann gehen Sie doch bitte raus, ja? Gehen Sie doch den Rest der Sendung bitte raus und dann muss ich Sie nicht weiter behelligen mit meinem Gelaber. Und dann sterbe ich auch wieder durch diese Maske, weil ich mich nicht entscheiden kann. Ich fand das total lustig. Der ist so richtig blasiert auf einmal so. Natürlich, Dann das gehen Sie willst du auch doch, nicht wenn Sie. hören. Ja, willst du auch nicht als Player, glaube ich. Stell Wobei. mal vor, das wäre bei uns im Livestream. Kommt einer auf einmal hier bei uns Ihr seid in so Teamspeak scheiße. Könnt ihr rein mal die Schnauze. und sagt. Das hat schon einer gemacht. Aber der sagte nur so: Ja, Deutsche sind scheiße. Red mal Englisch oder so. Gibt auch Nette, die sagen so: Ja, kannst du vielleicht nicht Englisch kommentieren? Dann sage ich: Nee, leider nicht. Das ist doof. Das heißt, könnten wir schon, aber. Wir wollen nicht.
Ja, es ist ja so viel, viel komfortabler, ne? Für euch, ja. Boah, das ist ein Arschloch hier, ey. Du musst erstmal direkt über dir auf das Teil raufkommen, ja. Weil sonst reicht der Sprung nicht. Und dann du kannst doch nicht aus dem Stand rausspringen, du brauchst immer so ein bisschen Anlauf, das ist ja das. Schmamm. Ganz kurz wieder vor meiner Schallverteidigung hier. Ah, damit kann ich Gehirne platzen lassen. Und ja, ihr glaubt, ich wäre... Wie bei Scanners, der Maddie, der kann das. Ich bin fancy, ich kann das. Warum kann man nicht auf diesen dummen Bällen spinnen, bitte? Ich bin zu langsam an der Stelle. Woraus bestehen diese Bälle eigentlich? Kann man das jemand aus Feuer oder ist das einfach nur Rotz? Dreck oder sowas? Das sind Blütenpollen. Die verteilt einfach ihre Blütenpollen. Die macht das, was die Bienen eigentlich tun. Ja, Luigi ist allergisch oder was? Ja, ist. Deswegen stirbt er dadurch, guck. Jetzt mal so ein. Die zieht einen hoch, weißt du, wie wenn du Erkältung hast. Wenn die jetzt ein bisschen weiter links platziert wäre, sagen wir mal nur so 3-4 Pixel, dann wäre das alles in Ordnung. Ja, ne? Aber so. Aber das ist ja, das ist Absicht. Nur mal nicht. Nee, das ist echt affig hier. Scheiße, ist das affig. Mit dem Taschenrechner hat er da gesessen, hat die Abstände bemessen. Ja, mit so einem, kennst du dieses Architektenpapier, dieses rosane da? Ja. Ja, da so. Dieses Millimeterpapier ist das. Ja, ne? Genau. Ist nicht nur für Architekten, das benutzen auch andere, ist mir klar. Aber ich hatte das auch früher im technischen Zeichnen, das war so ein Kurs bei uns in der Schule. Haben die angeboten. Und da steht er. Oh, wow. Oh. Ah, hättest du den gemacht, das wäre einfach nur geil gewesen. Ja, wär's. Oh, so dreckig. Wir brauchen ja noch ein Continue wieder, ne? Und dann wieder eins und dann wieder eins. Warum gibt's hier eine Punkteanzeige? In meinen Augen ist das ein reiner Taunt. Das verspottet uns nur, dass es hier oben eine Punkteanzeige gibt. Weißt du, bei, ja. Kennst du dieses Super Pikachu Ultraland oder wie das heißt? Ja, das da gibt's ich. Das gar nicht. Da hast du keine Münzanzeige und keine. Oder doch, Münzen hast du, aber das ist keine Punktanzeige. Das hast du mal gespielt. Ich hab das, wie gesagt, auch wieder bei unserem hier SMW-Hackspieler gesehen. Ich will nicht jedes Mal den Namen sagen. Auf jeden Fall. Freaky jetzt, oder was? Ja, der hat das aber auch gemacht, glaube ich. Ja, ich meine, ja. Ist auch ein schöner Hack. Und deswegen, ja, wie gesagt. Fischstelle da, mit diesem Swallowfish da, dieses Megavieh. Die mag keiner. Ist schon so... Auf jeden Fall wollte ich nur sagen, die wissen schon, das ist ein Arsch, das Spiel. Und deswegen gibt es ja erst gar keine Punkte, weil das ist gemein. Für eigentlich. Einfach nur zeigen, was man nicht kann. Richtig. Und das ist genauso wie ein Klassenspiel. Das mache ich ungern. Weißt du, so ein Klassenspiegel an der Tafel schreiben, wer wie gut war. Beziehungsweise einfach mal zeigen, welche Noten es so weiter gab. Das kann mir doch scheißegal sein, was die anderen für Noten haben. Das ist ja entweder nur, um sich selbst zu demoralisieren oder, was noch viel schlimmer ist, zu sagen, ja, das ist aber nicht schlimm, dass ich nur eine 5 habe, weil das hatten zwei andere auch. Das ist eine total falsche Herangehensweise. Richtig, das ist genauso was bei einer Teambesprechung, wenn da von jedem auch die Fehler aufgezeigt werden oder sowas oder gesagt wird, ja, der hat die Leistung gemacht, der hat die. Was hast du gemacht? Nix. Du weißt ja nicht, ob das stimmt, was dir ja erzählt, ne? Kann ja auch irgendwas. Ja. Ist gemein. Ich habe damals haben wir nochmal so ein Gruppenreferat in der Schule machen müssen. Und da hat der Lehrer immer gesagt, ja, wir sollten unbedingt Zusatzmaterialien, woher auch immer, mitbringen. Und dann sieht er dann, wie viele Leute sich dann eben den Arsch aufgerissen haben für Referat. Und ich habe den ganzen Mist, habe ich mir immer vorher durchgelesen und ausgearbeitet und dann schon so eine Zusammenfassung mitgebracht, ne? Hat er nicht anerkannt. Ich hätte dieses scheiß Buch bringen müssen und in der Schule dann bearbeiten, ne? Warum bin ich... Ja, aber das ist bist du zu schnell, bist du scheiße. Bist du zu lang, dann bist du scheiße. Das bringt doch überhaupt nichts, sich mit anderen zu vergleichen. Vor allen Dingen bei solchen Klassenspiegeln. Das muss mit dir selbst zufrieden sein, sag ich immer. Ja, richtig. Das ist am wichtigsten. Muss einfach... einfach den Luigi hier in der Presswurst bringen. Ich freue mich auch, wie wir einrollen und daraus Lamadun machen. Aber den teuren. Der 50 Cent teure. Lamadun? Der mit Fleisch. Sagst du Lamadun? Lamadun. Das ist auch sowas. Das bestelle ich beim Dönermann nie. Manchmal bestelle ich das aber wenn dann im Internet, weil ich es nicht aussprechen kann. Lamadun, glaube ich. Lamadun. Lamadun. Für mich steht da Lamakun. Lamakun, ey du Kuh. Ja, nee, das ist. Ich guck mich dann an. Benni, kauf dir die bei Lidl. Lama. Um ein bisschen Werbung zu machen. Die sind voll lecker. Da kosten 2 Lamachun, ich glaube, 2 Euro. Nein, wieso bin ich so doof, Bruder? Da kaufe ich mir dann manchmal noch ein bisschen. Da kaufe ich mir noch Zwiebeln, bisschen Salat, Tomaten.
Manchmal vielleicht auch ein bisschen Hühnerfleisch oder Geschnetzeltes. Und das, das ist dann eine gute Idee. Ich habe das einmal beim Netto gekauft. Kannst du 2 Tage von essen. Einmal habe ich das beim Netto gemacht. Da habe ich das gekauft und wollte mir das auch so schön dann aufbacken und mit ein paar bisschen Käse noch mit rein. Das ist ja auch was Feines, ne? Das ist so Schafskäse auch. Oh. Ich kam 3 Tage nicht vom Klo runter. Echt? Ja. Das ist immer aus mir rausgeplatzt wie aus so einem Kran. Das ging gar nicht. So viel Information. Das hat aber auch wehgetan. Du hast ja Fortschritt, also. Alter, was ist das denn hier? Sehe ich nicht, Alter. Scheiße. Nee, ja, jetzt ist ein Punkt erreicht. So war ich zu früh. Da musst du aber den letzten Moment hier abwarten. Guck mal, Achtung. Ja, dann kommt die Sau wieder. Weißt du? Weißt du? Na, weißt du nicht, ne? Weißt du? Natürlich weiß ich das nicht. Das ist doch dreckig. Wie willst du denn da... Warte mal. Und die springt jetzt hoch, ne? Ne, macht sie nicht. Ja. Nein! Geh doch weg! Geh weg! Du Arsch! Weißt du, und dann macht er sowas hier. Einmal fliegt er flach und dann wieder hoch. Ist wie so eine... Das ist ja selbst ohne diesen Grinsepeter hier schon scheiße. Aber der ist ja dabei. Genau, hin jetzt. Fußfranken Mario. Das ist so räudig hier. Fußfranken. Ach komm. Ist doch einfach nur Arsch. Komm mal, die weiß auch nicht, was sie will. Einmal fliegt sie hoch und dann wieder flach. Diese dumme Maske. Hast du gerade geladen? Ja. Oh, hier. Ja, was? Ah, jetzt bist du wieder klein. Oh, schön, ne? Guck mal, jetzt bist du tot. Jetzt lerne ich nochmal, aber da weiß ich ja, was auf dich zukommt. Du verwirrst mich nur. Down ziehen, laden! Da guck. Schon wieder. Nein, aufhören. Ja, du hast eine Münze im Popo, Bruder. Der ist besser. Aber damals beim Training, da haben wir auch so Rückenübungen gemacht. Und da meinte unser Trainer immer: So, wir machen das jetzt so lange, bis ihr mit euren Arschbacken Pekannüsse knacken könnt. Geht gar nicht. Das ist ein Gerücht. Aber er meinte, das könnte man irgendwann machen. Man. Ist ja ein, du musst es ja zumindest versuchen. Allein überhaupt mit den Arschbacken so eine Pekannuss da zu halten, ist schon... Warte, eine Pekannuss oder eine... Wie heißt die andere? Kokosnuss. Nee. Nee, diese andere Nuss. Wie heißt die nochmal? Eine Karam... Ach, wie heißt denn diese komische Nuss mit der extrem harten Schale? Weiß ich nicht. Die du aufs Verrecken nicht Kokosnuss. Nee, nee. Was ist das denn? Was ist das denn bitte? Das ist schon sehr, sehr scheiße. Du musst den Ruder slammen und dann... Alter, willst du mich hier... Du kannst einen Spinjump auf den machen. Das ist ein Worst-Case-Szenario, haben die sich wahrscheinlich nicht so gedacht, aber du kannst den ja auch auf der anderen Seite runterschmeißen, ne? Ich find's trotzdem schmamschig hier. Ja, ist klar! Nee. Nein. So, ich benutze mal Zahnseide. Medi, nein. Und daraus baue ich einen Strick für mich selber. Einfach nein, was die einem hier vorsetzen. Für nein. Selbst stelle ich mich jetzt durch. Es ist nicht menschenwürdig. Ich wollte auch die Yoshi-Coin, gebe ich zu. Das war doof. Die kann man nicht kriegen. Doch, ich glaube schon. Ja! Ja! Ach, daneben ist eine Wolke, siehst du? Sieht man ganz schwach. Na gut, komm. Ich weiß, es ist feige. Oh, schreibt mich. Das ist mir jetzt so egal! Warum schreibe ich jetzt so viele Leute an hier? Wo ist denn deine Wolke? Da unten rechts, siehst du? Was? Ja. Aber das kannst du nicht ausnutzen, den Schwung von dem Teil hier. Das geht nicht. Ich muss das irgendwie, aber. Mip, mip, mip. Luigi Jenkins! Alter Schwede, du musst... Das ist doch... Das ist doch... Also, ich bin gerade so ein bisschen... Und ja, jetzt lassen, lass so. So, und jetzt... Wo ist denn? Ja, genau. Genau. Bringt jetzt eh nichts mehr, aber... Alter, diese dumme Maske hier, wenn die nicht wäre, ne? Wäre alles so schön, der ganze Level wäre eigentlich gar nicht so schön. Ich gerade daran denken, dass Freaky mal gesagt hat, dass er während eines Super Mario Hack Let's Plays gefurzt hat und man das gehört hat.
Weiß ich nicht, warum muss ich das jetzt? Warum muss ich jetzt in dieser Situation an einen Furz denken? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich so ein Handfurz. Kennst du den? Weißt du hier sowas? Captain James, ja. King of Queens. Sowas? Ja, mehr so. So an die Hand, weißt du? Ja. Weißt du? Ich kann das nicht. Nein! Jetzt will ich das kurz mal präsentieren. So ein Arm, wo du so die Lippen an den Arm drückst. Ich mach hier Kommentare. Ich bin jetzt hier die Stimme aus dem Off. Das ist cool, das können wir so machen. Nee, weißt du, hier so aus. Oh, jetzt dreht die sich rum, die. Aber das ist die vierte Yoshi-Coin, also die fünfte quasi, und deswegen heißt das, der Level ist bald rum. Nee, da gibt's 20, das sag ich dir. Leute wie Raokao benutzen das, um Leben zu farmen hier, den Spaß. Oh Gott. Ich hab's zweimal gesaved, ich weiß, ist lame, aber oh. Oh Gott, bitte, bitte, bitte. Nee, jetzt nochmal das Ganze. Nochmal das Ganze. Die Schweine. So, erstmal checken hier, geht's so. Ja, komm, mach. Ziehst du noch unnötig in die Länge. Oh! So. Da brauen wir noch so eine schöne Musik, wo du dann über so einen Laufsteg kannst und dann sagen wir. Was ist mit den Wolken, du? Ja, heute sehen wir Mario. Er trägt wieder seinen blauen Overall und dazu eine markante rote Mütze. Und seinen Schnäuzer hat er sich seit 20 Jahren nie mehr geschnitten. Ist egal, er verändert sich eh nicht. Und dazu spielen wir Eye of the Tiger, bitte. Ja! Nee, das war was anderes. Ja, oder Mary hat ein kleines Lamm, geht auch. Mary had a little lamb, fleet was white as snow. Oh. Die Musik schon. Guck mal, spring mal die Lämpchen, da kriegst du bestimmt. Da stirbst du bestimmt, Maddie. Guck mal, die hat den Rülpser mitgekriegt von vorhin. Ja. Sag's doch, wenn du nicht willst. Sag's doch einfach. Ich dachte, da könntest du durchspringen. Ich dachte, das wäre Hintergrundtextur. Boah, die Musik hört sich an wie ich, wenn ich. Als ich 4 war, meine Tante mir ein Klavier geschenkt. Also so ein Mickey-Maus-Klavier. Oh, die ist echt schlimm. Da hab ich genau so gespielt. Was schießt der da? Lightning Strikes. Das ist ja grausam. Das ist irgendwie. Ich glaube, die Musik ist nicht so ganz richtig. Oder? Ist das richtig? Nee. Ist das so gewollt? Das ist irgendwie so ein bisschen hier Mr. Quest Musik, aber dann doch nicht. Also dieses Sword of Mana Ding da, dieses das ist Final Fantasy grausam, klar. Seikind, den steht zu Ohrens, oder? Nur dann mit Scheiße dazwischen. Hä? Was? Da sind Pfeile drauf, guck mal. Ja, aber warum? Ich weil du gesmackt wurdest. Ich raff's grad nicht. Maddy, wir müssen noch beenden, glaube ich. So. Ich muss gehen. Ja, Musik! Lass es mal lieber beenden hier an dieser Stelle. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht das Beste draus. Wir haben es ja gerade mal 14 Uhr. Wie lange? 22? Nee, wir haben schon 17 Uhr. Achso, jetzt haben wir 14 Uhr. Das 14 ist das Uhr, Beste, was man machen kann. Das ist der beste Zaubertrick. Da denken alle, boah, ist Maddy, der kann. Alter, ich habe das Video gesehen, jetzt ist es echt so spät. Boah. Ja gut, dann müsst ihr aber gleich gucken. Versprecht das. Wenn das hochgeladen wird, gleich gucken. Sonst ist es zu spät. Also, tschüss. Ja.